Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Arterfeld, unserem John Deere Projekt. So, ich habe gestern noch einmal abgeladen. Jetzt bringen wir mal den Stuhl zurück zum Feld und ernten so Hexenmale. Das kann man es ja nicht direkt nennen, das ist ja Hexe. Es kommt so das Zeug vom Feld, aber dann ist das Schwede. So, geben wir erstmal Gummi. Wieder springen hier ein. Und steckt noch unter Strahle runter. So, müsste es passen. Machen wir durch den Häcksler. Ja. Zurück. Ja. Jetzt muss ich die da irgendwo reinfinden. Sonst könnte es passieren, wir bleiben irgendwo in dem Baum oder irgendwas hängen. Etwa so. Das war so ein Beispiel, das nicht zu Demonstrationszwecken gedacht war, das war einfach nur hängen geblieben. So, jetzt haben wir 55%. Da geht's doch schon mal. Unten schaffen wir ein Stückchen mehr, weil unten das ja nicht ganz so breit ist. Hier oben der Radius. Den wir ja gut erkennen können. Genau, jetzt in 90%. Mal gucken, wie wir es am dünnsten machen. Zuerst im Abtanken. Ich hatte nicht mal ein Problem. Ein Vogel. Da müsste es passen. So, meine erste Runde ist sowieso immer ein bisschen nicht ganz so gut. Oder nee. Ach, ich hab's weg. Auch falsch gedacht. Ah, Kratzer. Nee, nicht Kratzer. Ich muss mal ganz kurz.
Vielleicht würde ich muss ich so machen, das komme ich mir doch an. Ich finde. Schnips noch mal hier was Burschen, was Gemüse. Hier gibt es leider nicht anders. Rückwärts fahren dauert A länger, B ist komplizierter. Und der weiße neue Jung, der Schritt, der kann ich aufrichten. So weit, so gut, würde ich sagen. Ziehen wir mal die dritte Spur. So, rum hier. Rum, rum. Ah, so, passt. Passt, war keine Luft. Und der Regen? Ne, momentan nichts. Ist wahrscheinlich gerade nichts los. Im Bereich Hausefeld BGA. Zack. Ich weiß den Punkt genau. Kann ich ein Stück rein drücken dann bei Gelegenheit. Ja, schon, ich brauche ein Schiebeschild. Hier bei Gelegenheit Zeug reinschieben können. Ach, kann man sich noch organisieren. Mit dem Schlepper dann noch hochfahren, schön und eventuell noch ein Gewicht. Oder schon, wenn ich einen Radlatz dann hole. Demnächst kommt der Radlader hoch, bis der das mit der Schaufel ein Stück reinschiebt. So, ich werde mich zwar fragen, warum ich jetzt hier lang schnipse und hier hinten ran, aber es hat den Grund, weil ich muss ja eh vorne um die Kurve. Daher, ja, genau, ich hab's ja. Daher kommen wir uns hier rein. So,
Nur stehen, zack. Nächsten Tränen wird es besser gehen. Was aus platztechnischen Gründen nur nicht an lösbar. Losgeforscht und halb voll. Das ist fies. Wie schnell das Ding voll ist. Ich bin also nicht froh, dass ich den Kurs genommen habe. Weil mit dem kleinen kannst du jetzt sind, kann ich klare Probleme finden. Also auf dem Runde haben wir den Vorteil, eine schöne daneben herfahren. So, 5, 4, 1, 2, 1, 12. So, sind wir doch schon wieder hier. Halt, und zurück, und jetzt wieder hier raus. So, weiter geht's. Next round. Eigentlich sollte man es abdecken, aber Hille mit Palle. Hier müssen wir dann nochmal hin zu der Ecke.
ihr dann nicht so nehmen wollte. Warum nicht so, warum, weshalb? Aber so jetzt immer noch nicht. Jetzt gucken wir nochmal nach unseren Bäumen. Da hat sich noch nichts getan. Ne. Bin immer noch eine Reihe und Glied. Als wäre nichts gewesen. Gehen wir davon aus, dass da nichts passiert ist in der Sache. Immer noch, als wären es die Setzlinge, die ich gesteckt habe. Aber ich habe sowas gehört von 10 Ingame-Tagen. Was da gut dran ist, keine Ahnung. Aber ich kann nur so sagen, ich hab's so gehört. Dann haben wir schon mal 2 Runden weg für diese Folge. Von unserer Mega-Häcksel-Party. So, fein. Also hier. Man kann immer noch hier ranfahren. Fahren wir hier rein, fahren wir oben hin. So, gleich sind wir da. Und weiter geht's. So, gelegt. Aber wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Ja so.